Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM 22. Sieht nicht gut aus momentan, ne? Sieht wirklich nicht gut aus. Ja, schwierig, schwierig, schwierig alles. Wir haben zuletzt schon wieder verloren in La Liga. Und Champions League ist mittlerweile komplett weg. Wir haben 10 Punkte Rückstand auf Atletico Madrid, die im Übrigen den Pokal gewonnen haben. Das war unter der Woche jetzt. Die haben mit 2:0 gegen Osasuna gewonnen. Also sind wir immerhin gegen den Pokalsieger rausgeflogen. Immerhin ein ganz kleiner Trost, dass man gegen die beste Mannschaft rausfliegt. Das Problem für uns ist, ja, warum ist Platz 7 jetzt ausgegraut? Normalerweise sollte ja sein, dass durch den Atletico-Sieg, gut, die sind noch nicht safe, ne, auf Platz oder auf dem 5. oder 6. oder halt zwischen 1 und 6. Normalerweise sollte ja dann Platz 7 halt noch europäisch sein, da wollen wir nicht hin. So wie ich das im Kopf habe und ich glaube auch so, wie das normalerweise sein sollte, und ich hoffe, dass ich da nicht falsch liege, sollten 5 und 6 in der aktuellen Konstellation, dass Atletico die Copa del Rey gewonnen hat, sollten Europa League Plätze sein und Platz 7 sollte Conference League sein. So oder so muss unser Ziel jetzt Platz 5 mindestens sein und ja, ganz einfach die Europa League zu gewinnen. Das Problem ist halt, wir haben mit Arsenal heute den schwersten Gegner, den man haben kann, denke ich. Starten jetzt erstmal mit zwei La Liga-Spielen. Wir werden heute beide Arsenal-Spiele drin haben. Ich möchte gerne, ja, auch wenn es 5 Spiele sind, das wird heute lang dauern, aber ich möchte gerne beide Arsenal-Spiele drin haben, weil danach wissen wir nur wirklich, was Sache ist. Wir starten gegen Athletic Bilbao. Das wird auch ganz schön schwer werden. So wie alles, so wie alles. Athletic hat unentschieden gespielt. Sonst, Sociedad hatte gewonnen und das war ja das Spiel, welches wir komplett aus der Hand gegeben haben hier noch. Ah, Gott, ey. Augen zu und durch. Bei uns gibt es 8 Änderungen. Wir hatten im vergangenen Spiel komplett rotiert. Das war ja das Torino-Rückspiel, was dann ein 1-1 war. Wir hatten ja im Hinspiel 6-1 gewonnen. Das war dann super easy. Ach, Jungs, bitte irgendwie, irgendwie. Bilbao zuletzt 3 Siege in Folge, die sind wieder etwas besser in Form. Mit Iñaki Williams haben sie vorne auch wieder ihren Stammstürmer drinne, der halt uns auch immer sehr, 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 sehr weh tut. Über Martin Rein, Sunset, ja, und wir liegen schon hinten. Es ist unglaublich. Juan Fernandes steigt mit ihm hoch, kann nichts machen. Und schon liegen wir wieder hinten. Ach, es ist so bitter, wie diese komplette Saison verläuft. Und im schlimmsten Fall werden wir halt überhaupt nicht europäisch spielen nächstes Jahr. Und danach sieht es ehrlich gesagt momentan aus. Weil die Jungs nicht wirklich noch Puste haben. Ja, Sunset ist anscheinend der beste Spieler der Welt. Ach Gott, ey, Jungs, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil ja die Jungs anscheinend gar keine Puste mehr haben, irgendwo noch was in der Liga zu erreichen. Ach du Schande. Ja. Spielen nach 6 Minuten als schwer vorbei, ne? Unglaublich. Ich überlege mir gerade, ob ich das Spiel einfach dann jetzt für den Rest rauscutten soll, damit wir wenigstens heute nicht eine Stunde machen müssen wieder. Der Ball, Coelho. Und das ist leider einfach so typisch für uns, ne? Wir haben halt genug Chancen, immer noch ranzukommen, aber dann treffen wir halt immer den scheiß Pfosten. Es ist halt so unfassbar sinnbildlich. Wir kassieren halt sofort, sind so schlecht. Und machen dann halt vorne nicht dieses Ding, was uns halt dazu bringen könnte, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Ja, und Bilbao ist halt leider wirklich perfekt in Form, scheinbar. So, wenn die Chance jetzt nicht drin ist, dann werde ich das Spiel wahrscheinlich nur noch auf die Tore reduzieren. Weil das macht dann keinen Sinn mehr, hier noch großartig was zu sehen, weil das Spiel werden wir sonst hundertprozentig verlieren. Ach, das frustriert. Ja, geile Szene.
Ja gut, Leute, dann werde ich den Rest mal hier rauscutten, packe euch noch die Tore rein, die Athletic Bilbao wahrscheinlich machen wird. Wir wahrscheinlich nicht. Und dann machen wir gleich weiter, weil das hier ist eher ein hoffnungsloser Fall wahrscheinlich. Es sei denn. Nee. So, Songstead macht natürlich sein absolutes Gottspiel perfekt und macht sein drittes Tor auch hier wieder per Kopfball. Ich habe gerade richtig Spaß, ja. Ich habe gerade richtig Spaß. Flanke, die easy gemacht wird, wieder Juan Fernandes, der dann nicht richtig deckt. Ja, 3-0. So, ich wurde dann auch endlich mal erlöst. Die Klatsche war dann halt eine 3-0-Klatsche. Songstead halt mit dem Spiel seines Lebens, 3 Tore. War natürlich verdient, wir hatten noch ein Abseits-Tor gemacht, aber war ja klar, zweimal Pfosten war auch noch dabei. Es ist halt typisch für unsere Mannschaft. Das wird mit Europa League wahrscheinlich auch sehr schwer werden, wahrscheinlich auch komplett mit Europa. Granada hat, na, die haben noch nicht gespielt. Ja, war zum Kotzen, war einfach zum Kotzen, ganz einfach. Ich bin echt gespannt, wie Arsenal gleich drauf ist. Weil darauf wird es ankommen, ob wir noch international spielen werden oder nicht. Muss kurz noch die Spieler halt bestrafen, ne, weil das war ja absolute Leistungsverweigerung. Auch nicht das erste Mal leider. Leider sind die Noten gerade hinten mal wieder überragend. Ihr wisst ja, das hasse ich ja am meisten an diesem FM dieses Jahr. Kassiert 3 Gegentore. Juan Fernandes waren 2 mindestens sehr krass beteiligt, hat trotzdem eine 6,9. Alles klar, FM. Mach ich auch immer. Die hätten wahrscheinlich auch dem HSV damals als 9-2 oder 8-0, was auch immer, auf den Sack bekommen haben, hätten die wahrscheinlich auch 7,0 verteilt und so weiter. Und das ist ehrlich gesagt nicht mehr übertrieben, weil das wäre wahrscheinlich wirklich passiert, so schlecht wie das Rating-System im FM ist dieses Jahr. Hoffen wir mal, dass wir vielleicht wenigstens mal einen Unentschieden holen können, gleich gegen den Tabellen-19. Wäre ja ganz schön, vielleicht mal irgendwie nochmal einen Punkt zu holen. Da werde ich natürlich komplett rotieren. Ja, klar. Beschwer dich über deine schlechte Leistung. Vicente war der schlechteste Spieler übrigens auf dem Feld. Klar, dass der sich natürlich auch beschwert mit seiner 6,1. Eieiei. Unglaublich, ne? Das war leider auch wirklich so hoch verdient. So, Espanyol de Barcelona, da werden wir halt rotieren, da wird jeder spielen, der nicht gegen Arsenal spielen soll. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es irgendwie möglich ist, gegen Arsenal ganz dreckig weiterzukommen ins Finale. So, Osasuna hat gewonnen, die ziehen auch weg, also Europa-Fußball wird quasi unmöglich sein, mehr Geld kriegen wir auch nicht. Oh. Ach so, ja gut, wir werden kürzlich die Budgets des Clubs prüfen. Ja, das ist ja eh schon gegeben. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch nochmal kurz mit euch auf die Shortlist schaue, damit wir nochmal ein bisschen Geld loswerden, weil nach dem Arsenal-Spiel dürfte ja schon fast fix sein, dass wir nicht europäisch spielen. Deswegen frage ich am besten mal bei Bjuk an. Immer noch die gleichen, die interessiert sind. HSV möchte aber weiterhin mehr Geld haben, weil es halt Arschlöcher sind. Was aber bei jedem Verein so ist im FM leider. Das werdet ihr auch nie verstehen, warum das drin ist. Die Verhandlungen sind halt mit dem Spieler zusammengebrochen. Ja, okay. Aber dass die jetzt so komplett andere Vorstellungen haben, das verstehe ich halt nicht. Wenn es halt wenigstens nur irgendwie, ja, okay, dann gibt uns halt 1 Million mehr. Wenn das halt wäre, ne? Easy. Aber das ist es ja nicht. Die wollen ja auf einmal dann irgendwie 20 Millionen mehr haben oder wollen ihn auf einmal gar nicht mehr verkaufen. Das verstehe ich nicht mehr, FM. Oh Mann, ey, Leute, wie konnten wir eigentlich so krass abrutschen nochmal, nachdem wir halt doch kurzzeitig mal auf 3 waren? Also es ist halt einfach jeder Mannschaftsteil, der nochmal ordentlich an Skill verloren hat. Eigentlich müsste ich sogar noch mehr Positionen tauschen im Sommer, als die wir bisher tauschen. Bei Sudek bin ich mir auch immer noch nicht sicher, ob das wirklich Sinn macht, ihn drin zu behalten oder nicht doch noch einen anderen Spieler zu kaufen, weil er performt halt auch einfach nicht, ne?
Der ist auch so meilenweit von La Liga entfernt. Das glaubt man halt gar nicht bei seinen Werten und seinem Talent. Ganz schwierig da einzuschätzen. Aber das wird dann die letzte Personalie sein. Also als erstes kommt jetzt erstmal der Linksaußen. Bjuk, ne? Sah ja gut aus. Ja, keine Ahnung. Barca ist uns nicht, war es uns egal. Eigentlich sind uns alle egal, die gespielt haben, ne? Wichtig ist eigentlich nur, dass Granada da vielleicht uns Platz 7 nicht noch wegnimmt. Das sind ja auch nur noch 5 Punkte. Und dann halt, was Osasuna macht. Leute, was ist denn los mit euch, HSV? Ihr habt doch eben in der letzten Folge ein Angebot angenommen. Das war alles schön, alles supi toll. Und jetzt so ein Kack. Dass die nicht mal jetzt mit sich reden lassen. Richtig ekelhaft, FM. Richtig, richtig ekelhaft. Schauen, ob sie jetzt vielleicht 10 Millionen annehmen. Ich weiß nicht mehr genau, was es vorher war, aber es war auch so in dem Dreh. Vor allem, ich verstehe halt auch nicht, dass der Spieler halt uns sofort ablehnt, obwohl sein Berater sagt, es würde ihn reizen, für uns aufzulaufen. Das ist halt auch so fernab jeglicher Realität oder jedes Realismus-Dings. Das nervt einfach. Der FM soll damit bitte aufhören. Genauso wie mit dem Scheiß hier. Warum kann ich den Spieler halt jetzt nicht verpflichten? Es macht halt wirklich keinen Sinn. Aber es passiert halt seit Jahren im FM. Also es ist ja nichts Neues. Es ist kein Bug oder so. Es ist einfach im Spiel so drinne. Naja, so ist er halt, der FM. Scheint ja auch niemand zu stören, weshalb es niemand, weshalb es niemand ändert, weshalb es niemand ändert, meiner Güte. Jetzt kann ich auch gar nicht mehr reden, weil ich immer noch so baff bin, wie schlecht meine Mannschaft ist. Wird sich jetzt auch zeigen gegen den Tabellenvorletzten. Wobei ich mir jetzt hier sogar ein bisschen Hoffnung mache, dass wir sogar gewinnen können, wenn wir halt komplett rotieren. Erstmal schauen, was die anderen jetzt machen. Ob die Hoffnung jetzt endgültig begraben ist für internationalen Fußball. Atletico gewonnen, gegen Granada immerhin. Osasuna unentschieden geholt. Alter, gegen Real Madrid, was ist mit denen? Also weiterhin 5 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Sociedad hat leider gewonnen. Es sind 4 Punkte auf Platz 6. Boah. Valencia hat im Übrigen auch verloren. Eieiei. So, kurz mal gucken, ob irgendjemand gesperrt ist für das Arsenal-Spiel. Nee, okay. So, wen möchte ich denn dann gleich sehen im Tor? Auf jeden Fall Soriano. Dann, wen möchte ich rechts sehen? Eher Boto. Innenverteidigung wird wahrscheinlich trotzdem bei mir werden Casas, Juan Fernandes. Linksverteidiger, klar, Aiduri. Der dürfte dann auch wieder komplett fit sein. Auf der 6 nehme ich dann Iglesias. Rechts würde ich wahrscheinlich Kabic nehmen. Links Coelho, auch wenn der auch nicht performt. Auf der 10 ganz klar Sonjoda. Auf der 8 würde ich wahrscheinlich auf Peray gehen. Und vorne ganz klar Vujošević. So, dann haben wir alle dabei, die nicht in der Startelf spielen werden in der nächsten Partie. Bank muss natürlich trotzdem richtig befüllt werden. So. Ja, dann zeigt mal, wie schlecht ihr seid, ne, gegen den Tabellen-19. Wird natürlich tragisch schlecht werden. Es ist 17. gegen 13. in der Formtabelle. So schlecht sind wir momentan. Ein Sieg in den letzten 5 Spielen für Espanyol. Habe ich gerade gesehen, Jeremy Burger? Nee. Der sah nur auch genauso aus. Einen Charme haben sie aber, ui. Und Manafa, der ist auch gut. Gut aufgepasst von Solanke. Weg zum Tor ist noch lang, aber Vicente hat ein bisschen Platz. Kongna, oh. Aber immerhin ist Nunez da. Schöner Ball, Peray, jawohl, nice. Jung. Unglaublich, mal ein Türchen von uns. Dann wären es in Anführungszeichen dann nur noch ein Punkt auf Osasuna auf 6. Aber erstmal musst du das Spiel ja auch durchkriegen.
Und so wird das nichts, wenn Pedai einfach so einen Billigschuss raushaut. 3 Punkte auf 5. Aber das Spiel muss halt wirklich gewonnen werden. Perais, Freistoß. Ah, Vicente muss den Kopfball halt drücken. Immerhin starten wir weiterhin sehr offensiv nach diesem Tor. Das ist kein Elfmeter. Okay. Habe ich im FM schon auch als Elfmeter gesehen. Risky. Sehr risky. Perai schießt nicht. Solanke aber. Und das ist ein Tor. Und das ist 2-0. Sehr gut. Easy, Schiri. Alles gesehen. Aber bitte trotzdem weitermachen. Ne? Wir sind leider gerne eine Mannschaft, die auch ein 2-0 aus der Hand gibt. Solanke, leichter Ballverlust, aber kriegt den Ball zurück aus dem Mittelfeld und trifft mit seinem Lupfer leider nur die Latte. So, immerhin. Wow, zwei Schüsse, zwei Tore. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt sofort kassieren, weil das würde das Spiel ganz schön auf den Kopf stellen. Sulek gegen Manafa. Bloß nicht kassieren, Jungs. Ganz wichtig, dass wir in dieser Szene nicht kassieren. Pablo klärt gut, sehr gut sogar. Vicente. Auf Solanke. Oben wäre Platz für Nunez. Jetzt eine schöne Flanke auf Solanke und der macht das 3-0. Nice. Ah, sehr nice. Alle gehen weg von ihm, während er jubelt. Okay. Ich glaube, für die Tordifferenz müssen wir nicht unbedingt was machen, weil der direkte Vergleich zählt, den wir gegen Osasuna definitiv verloren haben. Gegen Sociedad bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Das habe ich schon verdrängt und ich glaube, das ist dann nicht gut für uns, wenn ich das schon verdrängt habe. Boah, ey, gleich Arsenal, ne? Puiuiuiuiuiui. Uncool. Hui, zum Glück nur. Ja, eher Außennetz, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich Pfosten war, aber es sah ja auch nach Außennetz aus. Nun jetzt mal mit dem Freistoß in der 79. Minute. Ah, Solanke macht sein drittes Tor. War jetzt auch irgendwie 9 Spiele in Folge ohne Tor, ne? Vielleicht nochmal ganz schön für ihn, dass er ein paar Törchen macht. Wird ihm vielleicht ein bisschen Aufwind geben für die letzten Spiele, aber Tendenz eher nicht. Immerhin kriegt er eine 10,0. Aber Tendenz ist da wirklich eher nein. Aber vielleicht kriegen wir dadurch ein paar Interessenten. Ja, sehr gut, Jungs. Leider nur gegen so Kackvereine. Ja, wobei, nicht mal gegen. Nee, ist ja eigentlich trotzdem ein großes Lob, ne? Weil sonst kriegen wir es ja auch nicht hin gegen die Kackvereine. Nur leider haben wir es ja vorher schon verkackt. So, Solanke kriegt mit einer 10,0 natürlich ein Extralob. Dann stellen wir schon mal auf, ne? Für unser Europa League Halbfinale. So, Fernandes und Casas hinten. Natürlich Aitnuri. Diese Aufstellung, die wir jetzt gerade hatten, müssen wir dann übrigens auch gegen Valencia spielen. Das wird richtig spaßig werden. Wobei es da wahrscheinlich auch eine Änderung geben wird, je nachdem. Ach, jetzt habe ich Perai. Das ist natürlich ein bisschen dumm gewesen. Ja, egal. Je nachdem wird sich die Aufstellung natürlich noch ändern, falls irgendjemand für das Rückspiel dann gesperrt ist gegen Arsenal. Perai kriegt mal einen Tag Päuschen. War jetzt ein bisschen doof von mir. Eigentlich hätte ich mit Jill Hermekong nachspielen müssen. Ah, das wird jetzt nicht so viel kaputt machen, gerade weil Pedai ja eh nicht wirklich viel gespielt hat die letzten 2-3 Wochen. So,
So, wir hatten ja gerade eine Anfrage an den HSV geschickt. Sie wollen 12,75 Millionen für Biokam. Okay. Aktuelle Belastung dürfte ich mir wahrscheinlich nicht so viel leisten. Irgendwie ist das nochmal runtergegangen, warum auch immer. Ich versuche mal, das so niedrig wie möglich zu halten. So, machen wir mal hier 5 Millionen. Ich mache es mal sogar so runter, dass man es wirklich mit dem aktuellen Budget sogar bezahlen könnte. Weil ich nicht weiß, ob der FM mich die Budgets verschieben lässt. So, nach Ligatoren noch. Dann gehen wir so ungefähr auf 15 Millionen. So, dann schauen wir mal. Machen wir erstmal hier überall 1 Million rein, damit wir da eine bessere Übersicht haben. Weil es dürfte ja schon fast. Jupp. Es sind dann 13. Nach Ligatoren würde ich hier mal ein bisschen mehr reinklatschen. Und nach 50 Ligaeinsätzen setzen würde ich mal hier auf 2 Millionen gehen. Mal schauen, ob sie das annehmen. Und mal schauen, ob Juk dann auch mit uns reden möchte. Sein Berater meinte, er hat echt Bock. Ich meine, die steht immer noch. Ach so, jetzt steht mittlerweile, dass hier er warten möchte, weil er ein Angebot auf Leeds wartet. Aber auf so eine Hängepartie habe ich eigentlich keinen Bock, Kollege. Vielleicht werde ich bei den Linksaußen noch mal ein bisschen neu durchsortieren. Wenn Biok jetzt absagt, dass wir vielleicht immer nach einem anderen Spieler schauen. Weil die anderen sind mir jetzt auch nicht so als meine Favoriten im Kopf. Unser Angebot wurde abgelehnt. Wenn man halt wenigstens wüsste, was sie haben wollen, ne? Ich meine, gut, jetzt sind es halt wirklich nur 200.000, die sie bekommen würden. Ich meine, ich kann es verstehen. Aber es wäre halt schön, wenn sie uns wenigstens irgendwas sagen würden. Ja, machen sie ja nicht. Ja, gut, wir müssen da noch warten. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Halbfinale. In der Champions League übrigens Halbfinale Manchester United gegen Paris und Real Madrid gegen Newcastle United. Wie immer natürlich England dominant im FM. So, Vargas kann nicht, der Rest kann natürlich. Zeitgleich spielt Juve gegen Brighton. 4-2-3-1 versus Lennox. Ein überkrasser Spieler, den ich gar nicht erst weiter sehen möchte. Ja, also ganz klar, für uns heißt es heute, wir brauchen das beste Spiel unserer Karriere. Wir brauchen wirklich absolut alles, was wir haben an Leistung und dürfen keinen einzigen Fehler machen. Das ist bei uns ja schon extrem schwer. Augen zu und durch, oder? In diesem. Warte. Oh, hab ich. Wer ist. Ach so, Perai. Okay. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich den Keeper nicht getauscht habe. Ja, Augen zu und durch. Irgendwie auf das Allerbeste hoffen. Chance unseres Lebens und vor allem die einzige Chance, noch irgendwie in die Champions League zu kommen. Arsenal mit Pep Guardiola als Trainer. Nicht vergessen. Wir haben die erste Szene für uns. Das ist schon mal etwas. Lange Flanke, kommt nicht durch. Den Ball muss Kuyo unbedingt haben. Casas. Und Yoda hat viel Platz. Solide Flanke auf Boto. Jetzt immer in den Rückraum legen am besten. Auf Kabic. Weiß nicht, ob das jetzt so die beste Variante war. Iglesias probiert's mal. Aber als Sechser ist er halt auch nicht unser Schusskünstler. Jetzt mal Arsenal. Das erste Mal im Vorwärtsgang. Smith Rowe verliert den Ball zu unserem Glück. Coelho verliert den Ball super einfach. Zu egoistisch von ihm. Holt sich den Ball immerhin zurück. Hat er gut gemacht. Hat seinen Fehler wieder wettgemacht. Kabic auf dem Weg nach vorne. Nimmt Hugo Boto mit. Nochmal zurück auf Kabic. Der probiert es mit dem Schuss. Kommt nicht durch. Coelho schaltet nicht. Lässt Ferran Torres da easy an den Ball rankommen. Ramsdale.
das sieht nicht gut aus, Smith Rowe. Und dann ist der Traum wahrscheinlich schon ausgeträumt. Das ging zu einfach. Und genau das durften wir nicht zulassen, dass es zu einfach geht. Ein langer Ball. Casas orientiert sich an Lennox, obwohl Juan Fernandez das hätte machen sollen. Dadurch hat Smith Rowe ewig lang Zeit zu entscheiden, was er machen möchte. Und schon weiß er als Top-Top-Spieler natürlich, was er zu machen hat. Aber noch ist hier nichts vorbei, ne? Vielleicht kommen sie ja nochmal zurück. Perai. Sieht gut aus, was er macht. Ah, schade, dann nicht genug. Ja, nicht genug Power einfach, ne? Präzise war der Schuss, ja, aber nicht genug Power einfach. Sehr kontrolliert, was Arsenal hier macht. Auch wenn sie jetzt nochmal den Weg über Ramsdale nehmen, aber das würde ich jetzt nicht als schlechten Punkt sehen, weil es ja trotzdem alles sehr gut aussieht. Bis auf diesen Ball jetzt. Vujicic, machst du was Gutes? Na, war ein guter Schuss, aber Ramsdale hat auch eine gute Parade rausgehauen. Schade. Ganz schwierig für Vujicic da was draus zu machen. Kann man ihm keine Vorwürfe machen. Szoboszlai, aufpassen! Ey, wenn ich die Statistik sehe, ne? Ich würde gerne weinen. Ich würde gerne richtig weinen gerade. Jungs, schaut euch die Statistik an. Ihr könnt das halt. Ihr habt einen Fehler gemacht, ja. Ihr seid halt immer noch ihr. Aber jetzt macht doch was Gutes mal. Jungs. Was ist mit diesen Jungs los? Die kacken sich voll ein, ne? Manchmal. So, jetzt aber. Vielleicht besser gewesen, wenn Kujic nach vorne gegangen wäre. So musste der blinde Ball kommen von Soriano. Der natürlich nichts bewirkt. Jetzt vielleicht mal. Kabic. Ach, schlechte Ballannahme. Schlecht verarbeitet. Und sofort ist wieder Arsenal im Vorwärtsdrang. Viel Platz dafür Gavi. Und das war es endgültig. Ach, meine Güte, Jungs. Warum? Warum? Könnt ihr nicht einmal gut spielen? Fast das 3-0. Fast auch das 3-0 mit dem dritten Torschuss. Aber das sehen wir leider auch so unfassbar oft gegen uns. Egal wie stark der Gegner ist. Ein mal wieder sehr frustrierendes Spiel. Vierter Torschuss, drittes Tor von Arsenal. Und die Noten sind wieder überragend. Ey, wir werden echt nächstes Jahr nicht international spielen, ne? Ich fasse es ja nicht. Ja, jetzt Ait Nouri verursacht mal wieder einen Elfmeter. Es ist halt unfassbar einfach. Es ist einfach unfassbar. So, Szoboszlai ist ein sicherer Schütze, demnach ist er natürlich auch drinnen. 4-0. Arsenal ist einfach leider... Die sind nicht mal wirklich gut, ganz ehrlich, ne? Wir waren die erste Halbzeit. Leute. Wir waren die erste Halbzeit halt einfach besser. Aber wenn du halt so viele Fehler machst und dir so einscheißt, kein Selbstvertrauen hast, dann passiert halt genau das gegen Arsenal. Dass der FM natürlich dann auch wieder so ist, dass es halt 4 Torschüsse sind und 3 Tore oder jetzt so wahrscheinlich 4. Ja, jetzt sind es mittlerweile 6 und 4. Durch den Tomiyasu-Lattentreffer gerade wahrscheinlich. Das ist halt einfach so typisch FM. Und. Aber das kennen wir.
Da ist jetzt nichts Neues. Sonny Oda darf nochmal, legt ihn ab auf Garbage. Der macht den Anschlusstreffer, ja, den Ehrentreffer, ja. Jungs, ich weiß, es war Arsenal, aber ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Wir werden echt nicht international spielen, wenn es so weitergeht. Es ist halt ganz schön scheiße. Ach, ey, dass wir halt auch so wenig Geld bekommen haben im Sommer, dass ich endlich mal einen guten Kader machen kann. Und mit dem Kader soll ich halt Champions League spielen und trotzdem noch in den anderen drei Wettbewerben gut dastehen, ne? Das ist halt auch sehr, sehr viel Schuld vom Scheißvorstand. Alleine, dass wir jetzt mit den Transfernamen, die wir hatten im Winter, immer noch nicht so viel Geld zur Verfügung haben, sagt ja auch schon wieder alles. Der Verein hat aktuell 48,3 Millionen immer noch. Und ich laufe hier auf der allerletzten Rille finanziell. Und müsste halt jetzt schon wieder Einbußen machen, ne, in der Spielerverpflichtung. Bei Gabrielsen, na, eigentlich haben wir schon Einbußen gemacht, ne? Ich müsste einfach, ganz ehrlich, 45 Millionen Transferbudget mindestens bekommen. Denn wir haben dieses Geld halt auch eingenommen. Wir haben das Geld sowohl durch Spielerverkäufe eingenommen, als auch durch die Champions League Einnahmen. Klar, der Verein muss auch von irgendwas leben, ne? Der Verein muss halt auch die anderen Gehälter bezahlen. Ich verstehe das schon. Ich will jetzt auch nicht, dass sie mir das komplette Budget, welches dem Verein zur Verfügung steht, für Infrastruktur und so weiter, mir geben. Aber es macht halt keinen Sinn, mir nur den absoluten Pipi-Betrag davon zu geben, wenn wir halt nachhaltig auch wirtschaften. Das Finanzergebnis von uns geht ja einfach immer steil bergauf. Immerhin haben wir 100% reinvestierbare Transfereinnahmen, das heißt, nach den Verkäufen werden wir uns noch einen Spieler holen können. Ich hoffe nur, dass es halt rechtzeitig passiert. Atletico hat gewonnen, gut für uns, dass Barcelona gewonnen hat. Unsere Chance, auf Platz 6 zu gehen, hier ist übrigens Platz 7 auf einmal wieder grün unterlegt. Wir müssen gegen Valencia gewinnen, Leute. Ja, Platz 7 ist jetzt hier auch wieder unterlegt. Wahrscheinlich, weil Atletico jetzt safe nicht mehr schlechter sein kann als Siebter. Die Frage ist jetzt wirklich nur, ist Platz 6 auch Europa League? Müsste sein, wenn es so aussieht. Also Platz 6 muss jetzt unser absolutes Minimalziel sein. Wenn wir Platz 6 nicht erreichen, dann wäre ich wirklich extrem sauer und würde diese Saison als einer der schlechtesten meiner FM-Karriere sehen. Trotz Europa League Halbfinale. Mit dem FC Andorra. Aber dann ist es wirklich die schlechteste Saison, die ich seit Jahren im FM hatte. Weil Champions League zu spielen und danach vielleicht nicht mal Europa League zu spielen, das sehe ich nicht ein. Also wir müssen aufpassen, wie wir jetzt aufstellen gegen Valencia, die 10 Punkte vor uns sind. Oh Leute, ey. Fuck my life, ganz ehrlich. So, ich werde hier jetzt aber nicht komplett rotieren, weil wir werden nicht gegen Arsenal 5-0 gewinnen. Leute, ich könnt ihr bitte einmal in eurem Leben gegen einen Gegner gewinnen, gegen den ihr sonst nie gewinnt. Bitte, wirklich, bitte, 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 bitte. Ich flehe euch quasi an. Ihr wollt doch auch nächstes Jahr wieder international spielen. Oder halt wenigstens ein Unentschieden, ne? Dann sind wir punktgleich mit Osasuna, dann kann auch alles passieren, wobei punktgleich uns halt auch nicht reichen würde, wegen dem direkten Vergleich. Wir müssen eigentlich schon echt gewinnen, damit wir vor Osasuna sind, und dann sind es ja auch nur noch 3 Spieltage. Kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass Osasuna halt die Spiele verliert. Oder irgendein Fall, oder irgendein Punkt eher verliert. Iglesias mit einer super beschissenen Drecksballername. Holt sich den mal kurz zurück, aber verliert ihn sofort wieder. Nicht gut für uns. Es ist noch relativ früh in der Partie. Da pennen wir meistens rum. Und auch hier ist es wieder soweit. Meine Güte, Alter. Ey. Jungs, was soll die Scheiße denn immer?
Was hat denn Osasuna noch die letzten drei Spiele? Können wir da noch irgendwo Hoffnung rausholen? Sevilla, Giro, nee, never, ah, das sind wir, Leute. Gut, ja. Schön, dass ich auch schon so optimistisch bei unserem Restprogramm bin. Levante, ja gut. Die werden 9 Punkte, die werden 10 Punkte aus 3 Spielen holen. Wenn nicht sogar noch mehr. Knöchelbrennung bei Nunez. Ach Jungs, ey, dann haut Beto so einen krassen Schuss raus. Sonja da gut aufgepasst. Jetzt wieder dummes Hin- und Hergeplänkel und der blinde Ball nach vorne. Ich gehe nur 4-3. Jetzt haben sie Coelho totgetreten, Unterschenkelverletzung. Ich hoffe nichts Längeres, weil den müssen wir verkaufen. Sulek kommt natürlich dafür rein. 3 Minuten Nachspielzeit zeigt eher, dass es eine deftige Verletzung war. Boto kommt zur Pause rein und jetzt wurde er auch kaputt getreten. Dachte gerade schon, es gibt glattrot. Oh mein Gott. Oh, war das einfach. Gut aufgepasst von Casas. Ich muss eigentlich wirklich noch einen anderen Spieler holen, ne, für Sulek. Oder ob Var jetzt mittlerweile vielleicht was kann, aber der war auch mal so blöd und viel reißt er auch nicht bei Cartagena. Schöner Ball, Sulek. Das meine ich leider. Er ist halt so weit weg von Profifußball, wie ich halt. Ich meine, das habe ich letztens schon zu irgendeinem anderen gesagt, aber es ist halt einfach so. Der Typ bringt halt absolut gar nichts aufs Feld. Ein Nuri, viel Platz. Muss ihn nach rechts legen, du Vollidiot, Alter. Solanke stand halt komplett blank und selbst der würde das machen. Ja, und folgerichtig kassieren wir das 0-2. Ey, ich hasse diese Mannschaft. Ich hasse sie so sehr gerade, ne? Es ist unfassbar. Du hattest so viele Chancen, gerade den Ausgleich zu machen. Und sofort kassierst du es 0-2, weil du einfach eine dumm und dämliche Scheißmannschaft hast. Ja, dann muss der fucking Rechtsverteidiger sein erstes Saisontor machen, wow. Und trotzdem liegt man noch hinten. Meine Fresse, Alter. Scheiß Alt-Nuri. Er hat auch die falsche Aufstellung gewählt. Woher, was heißt die falsche Aufstellung gewählt? 2 Spieler wurden ja kaputt getreten. In dieser Drecksgegnermannschaft. Gut aufpasst zu Lanky. Meine Güte, Alter! Ey, wie viele Chancen auf europäischen Fußball wollt ihr noch verkacken, Alter? Ja, und dann lasst ihr den einfach so durchlaufen. Wunder, dass er nicht drin ist. Ey, das kann doch nicht euer Scheißernst sein, ihr Vollidioten. Ey, irgendwie noch den Ausgleich, dass wir wenigstens punktgleich sind mit den Wichsern auf 6. Aber Lenz hier kontrolliert das Spiel und wir sind halt einfach scheiße. Den Rahmen war eben schon gut. Casas klärt. Sulek lässt sich sehr lange Zeit, bringt dann aber einen guten Ball auf Solanke, der ihn reinmacht. Ich gehe auf kontrolliert. Ja, ich weiß, normalerweise sage ich Sieg oder so. Aber kontrolliert ist ja immer noch sehr offensiv bei uns. Gerade mit dem erhöhten Tempo jetzt und Flanken frühschlagen. Die erste Torbeteiligung für Sulek in der Saison. Sagt auch einiges über ihn aus. Endlich mal Solanke. Ich kenne meine Mannschaft, wir werden höchstwahrscheinlich noch kassieren.
Oder? Ja, wird das Abwehrfall als ein Fragezeichen? Wie sendet er nochmal in die Mitte? Solanke! Dürfte kein Abseits sein. Dürfte kein Abseits sein. Dürfte kein Abseits sein. Schiri, es ist kein Abseits. Schiri. Ich hasse euch so sehr, ey. Nice. Ich hasse euch so sehr, ne? Mit dem Schlusspfiff quasi. Ich hasse euch so sehr, Leute. Ich habe Zeitspiel vergessen. Und ja, es sind nur ein paar Sekunden, aber diese Sekunden können halt alles kaputt machen. Vor allem, ihr seht ja Benrahma. Okay, warum ist Highlight Speed? Solanke. Okay, warum ist Highlight Speed? Gesamt, okay, der hat schon wieder alles kaputt gemacht hier. Schiri, danke. Ja, Leute, ich hasse euch so sehr, ne? Solanke in der 94. nachdem er vorher schon so viele Chancen verkackt hat, ey. Leck mich, Alter. Ganz ehrlich, holy shit. Platz 5. Weil wir den direkten Vergleich gegen... Nee, Quatsch, Sociedad hat ein Spiel weniger. Kein Argument. Kein Argument, aber direkten Vergleich haben wir anscheinend gegen Sociedad. Ich hoffe, die verlieren jetzt gleich am 1. Mai. Ach du Schande, ey. Muskelfaserriss für Coelho, der wird für den Rest der Saison ausfallen. Nun, jetzt fällt nur ein Tag aus. Solanke kriegt mal wieder ein Extralob. Du kriegst aber trotzdem keinen neuen Vertrag. Ich hoffe nur, dass du dich jetzt für andere Vereine interessant machst. Da sind sogar Vereine interessiert, immerhin. Valladolid. Ne, vielleicht kommt da ja was. So, von wem sind wir jetzt die größten Fans aller Zeiten gleich? Europa League Platz geht an die Liga, jo. Atletico haben wir, das wussten wir ja quasi schon. Also, das heißt, Platz 6 ist auch Europa League. Safe Europa League. Und wir haben momentan 2 Punkte Vorsprung nur, also es ist noch nicht genug. Gegen Sociedad hatten wir 1-1 gespielt und dann 2-0 gewonnen. Also solange jetzt... Ach, Sociedad hat auch schon gespielt. Haben die jetzt gerade verloren. In dem Moment. Ja, Bilbao, endlich mal, ihr Scheißwichser, weißt du? Haut mich weg, aber Hauptsache haut ihr auch Sociedad weg. Immerhin, nice. Sehr gut. Okay, für uns heißt es jetzt, wir müssen die exakt gleiche Punktzahl holen wie Sociedad und dann sollten wir sicher sein mit Europa League. Ja. Und jetzt würde ich gerne nochmal kurz gucken mit euch. Das wird jetzt heute eine lange Folge werden, weil wir jetzt auch gleich das Spiel haben werden mit hier Kollege Arsenal. Also wir sind ja leider raus. Weil dann gucke ich, ob ich jetzt noch einen ZM holen kann. Also wir gucken jetzt nach einem Box-to-Box-Spieler. Und in der nächsten Folge oder so gucke ich dann nochmal nach einem OM. Rein relativ sind es die gleichen Spieler. Nur muss ich natürlich auf andere Sachen achten. So, Antizipation ist sehr wichtig. Da geht da mal jeder raus, der nicht mindestens 12 hat. Nervenstärke ist extrem wichtig. Da geht jeder raus, der nicht mindestens 13 hat. So, Zielstrebigkeit sollte mindestens 12 sein, passt. Entscheidung sollte mindestens 13 sein. So, ohne Ball 12 passt. Teamwork sollte mindestens 12 sein. Übersicht sollte mindestens 14 sein, passt auch. Einsatzfreude sollte schon mindestens 11 sein für so eine wichtige Position. Konzentration mache ich auch mal mindestens 10. Dann gehen wir auf die Technik. Physis ist noch kurz wichtig bei der Ausdauer. Nehmen wir nur diesen einen Spieler mit 10 raus, der Rest hat 12, das passt. Dribbling ist schon wichtig, 11 aber muss es nicht übersteigen unbedingt. 13 Ballannahme ist auch richtig, Passing mindestens 14, da geht dann Elias Hagen raus. So, Tackling ist doch wichtig, deswegen gehen jetzt hier mal alle raus, die nicht, die komplett scheiße sind, ja. Alfie McCallum geht raus wegen nur 12 Technik. Weitschüsse muss nicht unbedingt sein, 9 sollte passen. Deckung, nur 4 hier. Ist mir ein bisschen zu wenig für ein Box-to-Box. 6 sollte das schon mindestens sein. So, dann haben wir 43 Spieler. Die hier können wir rausnehmen, weil das können wir uns definitiv nicht leisten, selbst mit dem neuen Budget. Mache ich mal... bis Johnny mit 17 bis 20. Okay. 30 Spieler.
Billigster wäre übrigens gerade mal 30k bis 4,9 Millionen. Haben wir irgendwie da ja jemanden, der schon ewig lange in Brasilien spielt? Wahrscheinlich. Und Argentinien, ja, wahrscheinlich. Zeig mal Statistik. Durchschnittsnote 7,36 bei Abu Francis. Ghana und Nordirland. Bisher nur bei Nordirland gespielt mit 27. Sollte natürlich besser sein als Rajic, ne? Galapo hat viel, aber leider auch sehr viel Argentinien. Baranekia hat mal bei Köln gespielt und bei Juve. Ist jetzt bei Philadelphia Union. Das wäre noch okay. Also Galapo nicht, aber Baranekia ist okay, weil er halt wenigstens auch woanders gespielt hat. Kofot kackt sich ein bei großen Spielen. Das liebe ich ja. Danny van den Berg ebenso. Matthias Zwanberg, ich glaube, den hatten wir schon mal auf der Liste. Können wir den mit Rajic mal kurz vergleichen, damit ich das schon mal habe? Rajic hat ja echt gute Werte. Deswegen wäre es ja schön, wenn wir einen Spieler finden würden, der nochmal bessere Werte hat und vielleicht auch nochmal besser performt. Mental ist schon mal bei Zwanberg, das ist gut. Technik ist viel bei Rajic. Deswegen sollten wir da vielleicht noch ein bisschen drauf achten. Kopfballtechnik ist jetzt nicht so wichtig. Passing ist bei Swanberg. Ja, die relevanten Dinger sind eigentlich bei Swanberg. Abschluss ist jetzt nicht so wichtig. Da reicht 10. Dribbling 13. Yo, passen passt. Tackling passt auch komplett. Technik passt. Also ich würde sagen, Swanberg ist gerade unsere Benchmark für diesen neuen Spieler. 12 bis 15 Millionen wäre sehr, sehr teuer. Könnten wir uns wahrscheinlich aber leisten. Das Gehalt wird das Schlimme dabei sein, wenn er momentan schon 70.000 verdient. Dann nehme ich ihn mal als Wertebenchmark. So, Swanberg, wo ist er? Swanberg hat 13 Dribbling, dann nehme ich mal alle mit 11 Dribbling. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Mach ich mal noch nicht. Swanberg, was hast du an Ballername? Hat er 14? Haben wir hier 13 drin. Das ist ja eigentlich nicht so krass wenig, ne? Ich guck noch mal lieber auf die Statistik. Da habe ich nämlich noch nicht die ganz schlechten raussortiert. Mache ich mal alle unter einer 6-8 raus. Auch wenn wir teilweise gute Spieler drin haben mit guter Scouting-Empfehlung. Echt? Fran Beltran sieht schon echt gut aus. Sollte ich das wirklich machen? Ich meine, Charlie Patino hat nie gespielt. Patino. Und hat auch mal wieder Schiss vor großen Spielen. Kann man das eigentlich hier auch schnell sehen? Nee, ne? Ups. Muss kurz hier lesen, weil geht um neue Wohnung. Deswegen ist gerade jede Nachricht wichtig, die man bekommt. Okay. Okay, sorry. Kann man nicht nachgucken, ne? Wie Pros und Kontras sind hier, oder? Ich glaube, es gibt einen Filter dafür. Aber ich glaube, den finde ich nicht sofort. Oder Scouting Pros Kontras wären ganz gut hier. Schwächster Bereich vielleicht? Nee. Nee, das ist nicht. Das ist nicht das, was ich suche. Okay, egal. So, mental. Da würde ich dann schon, da wir gesehen haben, dass es sehr close war zwischen Swanberg und Rajic, da würde ich ihn wirklich als absolute Benchmark nehmen. Also unter 14 Determination geht dann raus, da ist dann auch Fran Beltran dabei. Ich würde vielleicht die Determination nicht als das Ding nehmen. Ihr seht, ich will halt wirklich einen guten Spieler haben, aber 13 und 12 Antizipation kann ich rausnehmen, weil Swanberg 15 hat. Der ist übrigens auch einer der Spieler, die er anscheinend nicht möchte. Müssen wir darauf achten, dass ich jetzt nicht zu viel rausfilter. Nervencheck hat er 14, 13 lasse ich drinne. Hat er 14, lasse ich 13 drinne. Hat er 14, nehme ich 12 raus. So, Stellungsspiel ist ja auch gar nicht so uninteressant. Da hat Zwernberg aber nur 10. Da ist er der schlechteste hier. Übersicht lasse ich drinne. Da hat Zwernberg 15, die 14 lasse ich drinne. Einsatzfreude passt so. Gut, 18, nee, 15 Spieler noch. Und davon würden 12, davon wären 4 nur sehr interessiert, 12 wären interessiert und zweifelhaft wären 14 und einer möchte gar nicht. Die Frage ist, wer?
Ich glaube, Jakob Christensen ist derjenige, der absolut gar keinen Bock hat auf uns. Der leider auch am bezahlbarsten wäre, natürlich. Danke. Persönlichkeiten passen. Ich gehe mal erstmal einen Tag nach vorne, scoute die aber mal kurz nochmal, damit wir die aktuellsten Werte haben, was Gehalt und so weiter angeht. Und ob der Däne da wirklich keinen Bock auf uns hat. Und ich glaube, beim Linksaußen würde ich da nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Durch die Verkäufe, die wir dann tätigen werden. Gegen Arsenal, klar, ne, wird es jetzt die Niederlage nochmal hageln. Wir sind zu 95% raus. Jetzt brauchen wir wirklich ein absolutes Weltwunder. Ich meine, haben wir auch schon gesehen. Gab es auch schon in echt, aber das ist dann eher nicht so das Realistische für den FC Andorra bei uns in der aktuellen Saison. Genauso wie es anscheinend nicht realistisch ist, dass die Scouts mal sich ein bisschen pushen. So, es ist der 2. Mai, es ist Dienstag 8 Uhr, also Mittwoch 8 Uhr sollten wir die 9 haben. So, hier muss ich wieder umstellen, ne, weil unser Co-Trainer oder unser U20-Trainer absolut gar keine Ahnung von Fußball hat, scheinbar. Was machen unsere Leihspieler so? Es ist ja jetzt fast Ende. Weiß hat 6-3 in 35 bei Cartagena. Ich weiß nicht, Leute, macht das Sinn, den nächstes Jahr hinter Sulek, hinter unserem Neuen zu haben, anstelle von Sulek? Eher nicht, oder die Werte sind so trash. Er entwickelt sich halt sehr, sehr langsam. Man müsste wirklich hoffen, dass er irgendwo in einem sehr guten Infrastrukturteam in der Liga 2 landet, um sich da dann endgültig zu verbessern. Bei uns wird das nichts. Pedes, da habe ich mich schon entschieden. Der hat ja nur 3 in 23, hat er keinen einzigen Einsatz von Beginn an gemacht, warum auch immer. Der wird auf jeden Fall nochmal verliehen. Oder verkauft natürlich. Arribas das gleiche. 9 in 27. Werte sind gut. Aber Vujicevic wird wahrscheinlich bleiben. Sicher bin ich mir noch nicht. Ian möchte ich verkaufen. Da, das war ja quasi das Experiment. Ich hoffe, dass wir da einfach ein bisschen Geld noch bekommen. Löland wollen wir verkaufen. 22 Spiele gemacht. Durchschnittsnote ist so lala. Barba wollen wir auch verkaufen. Den haben wir nur verliehen, weil wir ihn nicht verkauft bekommen haben. Immerhin spielt er ein bisschen was. Das gleiche mit Garcia. So, wir haben Dienstag 9 Uhr. Ich glaube, das war jetzt nur... Ich glaube, wir wollten auf Mittwoch gehen, ne? Ja. Gott, ey, Leutchen. Ich will diese Wohnung unbedingt haben, ne? Und man muss jetzt halt so viel auf so viel warten. Und du bist dann halt so in der Schwebe und hoffst einfach, dass du irgendwo jetzt mal schöne Nachrichten bekommst. Ah ja, so ist der Wohnungsmarkt in Berlin halt. Löland bittet darum, vom CD Leganes zurückgerufen zu werden. Junge, du musst doch nur noch 3 Wochen durchhalten. Chill doch jetzt mal. Ich antworte dir nicht mal auf diese Mail, also bitte. Okay, es sieht aus, als ob Jakob Christensen wirklich nicht möchte. Okay. Ich denke, wir könnten uns alle leisten. O'Brien wird schwierig mit Klauseln. Gehalt wird sehr schwierig bei Swanberg. Ja, leider. Bei Malé, Beltran, Wenn ich halt dieses Budget verschieben könnte, ne? Das wäre halt ganz schön, um zu wissen, ob ich das jetzt schon machen könnte. So oder so, wenn wir jetzt einen Transfer fix machen, kriegen wir wahrscheinlich die Option, dass wir so lange verschieben können, bis wir unsere neuen Budgets schon haben. Aber das ist jetzt kein Faktor. Deswegen ist es jetzt auch so, dass ich einfach bei Biuk sage, wir suchen uns ja nochmal einen neuen raus. Ich scoute nochmal neu. So, was machen wir jetzt nun hier? Daniel Utkin hat die beste Passgenauigkeit quasi. Spielt bei Sociedad. Ist konstant. Sehr schön. Wäre halt auch teuer. Raskin. Ich nehme den Christensen auf jeden Fall raus, weil wenn der nicht möchte, dann will er halt nicht. So, Chapa. Musste die Sprache lernen bei Spezia. Spielt immerhin auch viel. Raskin gerade gesehen, spielt bei Lüttich viel. Vertrag läuft in einem Monat aus, weil er verliehen ist. Ah, okay, das wäre eine sehr interessante Option, Raskin ablösefrei zu holen mit seinen guten Werten. Wäre das sehr interessant, er will noch ein bisschen abwarten, aber wir können auch noch ein bisschen abwarten. Yandro Orellana von Marseille, verletzungsanfällig, dafür sehr konstant und liebt große Spiele. Wenig gespielt bei Marseille, aber das kann ich verstehen, weil Marseille halt einen starken Kader hat, vor allem mit Guendouzi, wir haben ja gegen ihn gespielt. Fran Beltran bei Celta Vigo, Celta Vigo ist ja nicht so stark dieses Jahr, Platz 11. Trotzdem hat er die schlechteste Durchschnittsnote von allen.
Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen sehr loyal, weil er hat bisher 328 Spiele für die gemacht. Obliakov. Müsste die Sprache lernen. So ein Durchschnittsspieler eher, ne? Jean Lucas von West Brom. Ein paar Spiele in der Premier League gemacht. Dann haben wir Esquivel, der bisher nur in Argentinien war und keine großen Spiele mag. Der geht schon mal raus. Erling McCann von Preston North End. Nur Championship gespielt. Schon Ewigkeiten nur. Das ist mir dann ehrlich gesagt zu wenig. Dann haben wir Lewis O'Brien oder O'Brien. Auch nur Championship gespielt, auch schon Ewigkeiten bei Huddersfield. Er nicht. Dann haben wir Antoine Bernet. Der mag keine großen Spiele, deswegen mag ich ihn nicht. Swanberg hat mir bereits durchgeschaut. Douglas Luiz von Bologna aktuell. Nur einen Kurzeinsatz gehabt für Bologna dieses Jahr. Vorher Aston Villa, wird wohl auch viel Geld haben wollen. Aber bleibt natürlich drinne. Und Youssef Malet von Sassuolo. Viele Spiele gemacht, Durchschnittsnote ist so lala. War schon bei Bristol, war schon bei Wolfsburg, Fiorentina, Venezia. 10 Spieler hier. Wer davon wird's? Swanberg sah schon am besten aus, hat auch die beste Scouting-Empfehlung mit Fran Beltran. Beide wären sehr, sehr teuer, beide würden auch sofort unsere Top-Verdiener ziemlich sicher werden. Beltran sieht besser aus, ne? Beltran hat richtig gute Werte. Grundfitness ist etwas besser bei Swanberg. Beide sind auch fast gleich alt eigentlich. Es trennt sie gerade mal ein knapper Monat. Kraft ist besser, Schnelligkeit ist besser, aber das ist nicht so wichtig. Sprunghöhe ist das Einzige, was wirklich sehr für Swanberg spricht. Sind ja auch 1,85 gegen 1,65. Aber Beltran sieht hier etwas besser aus. So, dann haben wir Utkin. Wenn ich den mal vergleiche mit Beltran, na, dann ist die Ausgeglichenheit eher bei Utkin. Ich frag mal Selta, was sie haben wollen. Oder ich frag erstmal den Berater von Fran Beltran, ob er überhaupt Bock hat. Es würde ihn reizen, eine wichtige Rolle überzubernehmen. Okay, er möchte also Schlüsselspieler sein. 11 bis 14, Gehaltsvorstellung 52, ja, Superstar zu sein. Ein herzogezogener Spielmacher eher nicht. So, Celta Vigo, Hallöle. Was sagt ihr denn zu... Ach, insgesamt 7 Millionen. Sie wollen 24 haben. Okidoki. Ich muss hier übrigens die ganze Zeit immer so lange scrollen, weil unser Budget halt so niedrig ist. Deswegen wird es nicht angepasst. So, Länderspiele machen wir rein. Wird nicht so viel ausmachen, weil er halt jetzt schon 29 ist und eh noch nie Länderspiele gemacht hat. So, wie wär's mit 15 Millionen? Sie wollen 20. Okay. Dann würde ich mal auf 18 Millionen erhöhen. Sie wollen 20, okay. Dann würde ich mal erhöhen auf 19 und dann trifft man sich genau in der Mitte und mal schauen, wie krass uns Fran Beltran jetzt schocken wird mit seinen Gehaltsvorstellungen. Er möchte gar nicht erst. Er glaubt, dass der Verein Schwierigkeiten haben wird, seine Forderung zu erfüllen. Dann lass mich halt diese Schwierigkeiten erstmal haben. Meine Güte, ey. Das ist halt die Reputation. Das ist wirklich nur die Reputation jetzt. Scheiße. So, hallo Bologna. Wie wär's denn, wenn ihr von mir... ...8 Millionen bekommen würdet? Sie wollen 26. Okay, dass Swanberg teurer wird, das wussten wir vorher schon. Ich habe im Übrigen echt Hunger gerade. Also allzu lange machen wir nicht gut. Ich werde jetzt noch mit Swanberg schauen, dass wir hier ein Angebot raushauen, was die vielleicht annehmen. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ah, die Klauseln sind alle noch zu bewältigen.
Auch Ehren möchte nicht mit uns reden. Ach Gott, ey, das ist so frustrierend gerade. Das ist gerade so extrem frustrierend. Ich glaube, wir können nichts mehr machen dieses Jahr, bis wir nicht unsere Budgets haben, bis wir nicht offiziell irgendwo in einem Wettbewerb sind. Ja, ich glaube, Transfers haben sich dann erledigt, bis wir Budgets haben. Dann machen wir jetzt auch das Arsenal-Spiel und in der nächsten Folge werden wir dann den Saisonabschluss haben mit den verbleibenden 3 Spielen. Ihr wisst ja, dass ich absolut verrückt bin, ne? Also ich werde hier mit dem offensivsten Arsenal starten, was wir haben können. So, Franco. Vorbei. Ja, kann ja eigentlich spielen, ne? Eigentlich können die alle spielen. Sollen sich halt mal nicht so anstellen. So, dann nehmen wir. Ja, ist ja eh egal. Ja, Jungs, dann gewinnt mal bitte 6-0, ne? Wäre doch eigentlich ganz schön. So zur Abwechslung mal, dass wir da irgendwie überraschend gut sind, anstatt überraschend schlecht. Immerhin spielen wir zu Hause, kriegen da die Klatsche. Ey, hoffentlich schaffen wir irgendwie noch Platz 5 in der Liga. Weil das Geld ja auch wieder super wichtig sein wird für den Verein. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie 20.000 mehr Budget aufs Transferbudget. Das war übrigens solide gemacht von Peraí. Der Pass war auch in Ordnung. Kabic hat viel Tempo rausgenommen und Solanke's Schuss aus der Distanz ist dann halt eben solcher. Ey, mich stört das richtig, ne, dass wir jetzt gerade zwei echt heftige Angebote rausgehauen haben und beide Spieler nicht mit uns reden wollen, das gleiche mit Bjuk vorher. Umso mehr halt unbedingt, dass wir jetzt in die Europa League kommen. Ich werde mal gleich nach diesem Spiel unbedingt nochmal das Budget komplett auf die Gehaltsseite schieben. Ich hoffe, dass das vielleicht was bringt. Oder nee. Nee, ich pack's auf Scouting-Budget, damit ich's behalte. Solanke macht das Tor. Ja. 3 noch. Übrigens unser erster Torschuss. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es der zweite war, aber ich glaube, es war der erste. So, ja, ängstlich, Kabic. Aber spielt ein gutes Spiel. Intradesting. Kommunal kommt rein für Peraí. Und Vicente kommt rein für Sulek. Und wir gehen auf sehr offensiv. Ja, dann werde ich gleich. Ach scheiße, geht ja quasi gar nicht. Ich wollte sagen, werde ich gleich alles aufs Transferbudget packen, aber geht ja schon gar nicht, um das dann aufs Scouting-Budget zu packen, damit wir dieses Geld safe haben, weil das neue Scouting-Budget gibt es ja immer erst später, nachdem wir die Budgets haben und so kann man sich immer ein bisschen Geld sichern, wenn der Vorstand halt so ein beschissener Vorstand ist wie unser. Ah, das ist leider nicht möglich bei uns, weil wir eben die Budgets nicht so weit verschieben dürfen. Smith Rowe schießt zum Glück vorbei. Für uns gilt weiterhin 3 Tore, dann sind wir weiter. Ich würde behaupten, innerhalb 30 Minuten ist das weiterhin eine krass unmögliche Sache für uns. Ich habe Mannschaften im FM gehabt, denen würde ich das zutrauen. Diese gehört nicht dazu. Gerade sowas sollte dann eigentlich drin sein. So, halb Stündchen noch, heißt für uns letzter Wechsel. Sonjoda geht raus, Vujicevic kommt rein. Doppelsturm. Immerhin präsentieren sie sich wirklich besser, ne? Kongna. Kabic. Vicente trifft natürlich aus nächster Nähe den Pfosten, aber Solanke macht ihn rein. 2 noch. Ein Tor zum Ausgleich und damit zur Verlängerung.
So, wir werden natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr offensiver spielen. Weil wirklich effektiv gesehen ist es ein Tor zur Verlängerung. Aber da läuft uns jetzt langsam wirklich die Zeit davon. Und ich glaube leider nicht, dass das jetzt noch was wird. Habe ich auch vorher schon nicht dran geglaubt, aber ich muss der Mannschaft wenigstens den Respekt zollen, dass sie da nochmal so rangekommen sind. Ja, aus der Traum. Kein Europa League-Finale für uns. Wir gewinnen das Rückspiel zwar mit 2-0, aber wir haben halt alles im Hinspiel kaputt gemacht. Schade. Die haben sich wirklich gut präsentiert jetzt im Rückspiel. 2,8 Millionen bekommen wir wenigstens als Trost. Aber ja. Nee, ich kann es wirklich nicht verschieben. Ich werde mal jetzt hier nochmal gucken, dass wir das Geld verschieben. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Vielleicht. Ja, Leute, schade, ne? Echt schade, wie die Saison gelaufen ist. Viel, viel Mist gemacht in der Liga. Dann den harten Abrutscher gehabt jetzt vor ein paar Wochen. Auf Platz 7. Jetzt sind wir wenigstens erstmal wieder auf Platz 5. Haben noch 3 Spieltage Sevilla auf 10. Dann Girona, die den Klassenerhalt geschafft haben am letzten Spieltag oder so. Auf Platz 16 und Celta Vigo auf Platz 11. Champions League leider in der Gruppe D raus, weil wir halt dieses eine Spiel verloren haben gegen Lyon. Jetzt Europa League im Halbfinale raus gegen Arsenal. Copa del Rey raus im Viertelfinale gegen den späteren Sieger. Supercopa auch sofort raus gegen Real Madrid. Und La Liga Platz 4 bis Platz 8 sind jetzt noch möglich. Nächster Spieltag wird entscheidend sein, wahrscheinlich schon. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass wir irgendwie Platz 5 behalten können. Mindestens Platz 6 natürlich für die Europa League. Früher standen hier mal die Preisgelder dran, meinte ich. Aber ist ja jetzt auch egal. Schade. Ja, letzte Folge für die Saison in der nächsten Folge. Das Ganze dann am Freitag. Brauche nochmal ein paar gedrückte Däumchen, dass wir wenigstens Platz 5, Platz 6 halten für die Europa League. Osasuna ist hier super stark. Vielleicht geht dann noch irgendwie was. Ja, schade. War dann doch eine sehr schlechte Saison. Mal gucken, ob wir die wenigstens noch ansatzweise retten können mit der Europa League Teilnahme. Valencia wird nur ein Pünktchen brauchen, damit sie safe sind. Den werden sie gegen Granada, Sociedad oder Cadiz, denke ich, sehr sicher holen. Ja, also bis zur nächsten Folge. Tschüss.